Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19 hier auf dem Kanal. Wir spielen natürlich wieder dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar ist das in diesem Fall in Manchester mit den Williams das Rückspiel gegen AS Rom. In der letzten Folge war das ein bisschen heftig, möchte ich mal behaupten. Wir hatten ein paar kleine Trainings im Vorfeld und so weiter. Das habe ich jetzt eben gerade übersprungen. Und wir starten heute direkt mit dem Spiel. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, Friends, wie ihr merkt, bin ich immer noch ein bisschen down, Alter. Verdammt. Tief von gestern noch unterwegs, aber wir wollen mal gucken, ob wir das gut hier über die Birne kriegen hier heute. Das Rückspiel gegen AS Rom in der letzten Folge war es halt das Hinspiel. Es war nicht ganz einfach, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, auch dieses Spiel wird alles andere als easy. Und die zeigt uns das letzte Spiel, ja, wer die Folge nicht gesehen hat, da habe ich einen Rückstand von einem Tor halt wieder aufgeholt. Letzten Endes ging das Spiel dann 2:1 aus. Sie treten ihn heute im 4-3-3 an. Da vorne ist Danny Williams. Und nun ein Schuss. Was für ein Reflex. Das war knapp. Nur perfekt gemacht. Tolle Aktion. Das war knapp. Ich glaube, wir spielen in England. Mit der Ecke. Mata führt diese Ecke aus. Das war abseits? Nein, war es nicht. Ball kommt rein. Sie haben den Schade, da hätte ich einfach mal normal passen müssen auf Williams. Das wäre deutlich besser gewesen. Was erwartest du heute von Danny Williams? So, wir haben es Sonntag immer noch. Es ist 10.16 Uhr am Morgen. Der vier Treffer, die ihm und ich überlege schon, welches Essen ich mir heute bestellen kann. Wenn ich schon Hunger habe wie eine Sau. Schade, dass es keine Frühstückslieferdienste gibt. Oh, hier oben. Pam! Nein! Oh, nee. Und Strootmann. Es wäre fast die Führung gewesen, aber nur Alu getroffen. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Also ein Frühstückslieferdienst, Mann, wäre echt fett, ey. Irgendwie, what the fuck, halben Liter Kakao, zwei Brötchen belegt in der Form, wie man es haben möchte. Ball kommt in den 16er. So, eigentlich sollte man das mal machen, ey. Ja, ich habe keine Anspielstation, Friendes. Alexis Sanchez. Alleine komme ich da noch durch. Juan Mata. Gute Aktion, Mata. Er macht das Spiel schnell. Alexis mit dem tollen Steilpass. Ach nein! Ganz enge Nummer von Danny Williams. Schon wieder. Es hätte sein können. Mann. Wehe, die legen mir hier einen ein. Bassano. Bevor ich ihn einen eingelegt habe hier. Ha. Wird das seine Torschance? Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Der AS Rom mit der Ecke. Scheiße. Das wird alles ziemlich aggressiv hier gerade. Super Aktion. Ja. Hauptsache, die stehen sich nicht gegenseitig im Weg. Da wäre Platz für den Konter. Alter, was ist er schnell? Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit. Wie, da wird nichts mit dem Konter hier. Florenzi. Der Konter ist immer noch on fleek. Nicht, jetzt nicht mehr. Nein, doch, ja, nein, scheiße. Aber. Wir nehmen das hier mal gerade als Aussichts. Alexis Sanchez am Ball. Als Ausgangsposition für einen Konter. Alexis Sanchez. Defensiv war es gut. Massano. War ein bisschen zu heftig in den Lauf. Und De Rossi. Das erste Tor ja in der letzten Folge mit meinem neuen Trick, dem Heber. Guter Pass. Shit. Vielleicht sollte ich das wieder mal mit dem Heber probieren. Alter. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus. Wie sieht er denn aus? Aber dann fehlt einiges. Voll die Haare hier. Matic. Nee. Perotti. Boah, ich hab Bock auf Pelmeni, ey. Wo ich gerade Perotti gehört habe. Komm schon, mach doch ein bisschen Druck. Massano. Manolas. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach, scheiße. Ja, komm, hier, Heber, Heber. Nee. Da können Sie erst mal klären.
Egal, wenigstens Ecke. Eckball für Manchester United jetzt. Wenigstens Ecke. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Der Ball kommt rein. Oh. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. An der Ecke. Oh. Da geht er hin, oh, kann den Schuss Scheiße. Abfangen. Nein. Weg oh, ist der Ball. Scheiße. Aha. Gut den Ball geholt, jetzt können sie angreifen. Nein. Fängt diesen Ball ab. Schon wieder. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit. Erste Halbzeit. In der ersten Folge war es auch direkt nach der ersten Halbzeit, wo ich Tore geschossen habe. Oh, komm, lauf, 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 lauf. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Den Angriff abgewehrt, meine Fresse. Okay. Okay. Weiter geht's. Zweites Spielchen, zweite Halbzeit. Jetzt gilt's, Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Aber auch wenn wir, glaube ich, unentschieden hier rausgehen, müssten wir eigentlich weiter sein. Scheiße! Oh, Gottes Willen. Komm hier, mach mal easy. Müssten wir, glaube ich, auch weiterkommen, wollte ich gerade eben sagen. Aufgrund der gewonnenen Partie im Vorfeld. Komm, da in die Mitte. Nein! Oh Mann, viel zu schwach. Jetzt ist Platz für den Konter. Klasse Aktion da. Und Mist. Okay, wir müssen das Spiel nochmal aufziehen. Gehen mal hier auf die andere Seite. Schade. Oh. Tja, sie liegen hier vorne, Wolf. Das ist so das Einzige, womit er aktuell wirklich zufrieden sein kann. Seine Chancenverwertung, die lässt aber mal stark zu wünschen übrig. Ja, halt ein Jabbel, Alter. Kannst du dich mal selber hier hinstellen, Arschloch. Williams, jetzt vielleicht. Für sie läuft Gott das Spiel sei absolut Dank. Nach Plan. Die Führung Tolle jetzt. Vorlage. Wenigstens. Auf sie wen? Vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Wer hat's gemacht? Der Treffer aus ganz kurzer Entfernung geschickt. Ja, da hat er sich Matic. Bewegt und geahnt, wo der Ball hinkommt. Gott sei Dank. Ja. Ist dann, wir waren wieder am Tor jetzt. Beteiligt als Vorlage. Jetzt ist es ein bisschen entspannter. Trotzdem muss Danny Williams noch ein Tor schießen. Das hast jetzt du dir so vorgestellt. Dämliche KI. Ander Herrera. Rashford. Young. Rashford. Nee, viel zu steil. Sir. Kein Plan. Ich spring irgendwie immer gerne in die Torwärter. Heißt das so? Torwarte? Gico. Torwärter? El Charabi. In den Torwart hinein. Nsonsi. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nein. Er spielt nach oben. Ha! Wusste ich. Scheiße. Zu langsam. Ha! Ha! Zu langsam. Gico. Da trennt er ihn. Da habe ich ihn. Uah! Ey! Bruder! Macht er ihn! What was that? What was that, Alter? Das war Klose. Tierisch Klose. Oh, ich spiele jetzt aber hier einen Angriff, Fußball hier. Angriffigerinnen. Dzeko. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Hahaha, abgewehrt. Gut abgeblockt, so wird nichts aus der Flanke. Matic. Wir sind da oben. Wollen wir mal über die andere Seite spielen? Dem ist doch voll langweilig da oben. Und Juan Mata. Komm, ein bisschen halten, ein bisschen zurück. Da ist eine kleine Lücke. Da ist... Ach, Klasse, Scheiße. Er hat den Ball. Da stand Williams frei. Massano. Manolas. Gibt Einwurf. Präzise abgeblockt hier. Hier gibt's einen Wechsel beim AS Rom. Ah, so rum. Ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Und De Rossi. Oi, da habe ich ihn gekriegt. Aktion, Ball ist weg. Und weg ist er. Ja, so ein Frühstückslieferdienst, ey. Wahrscheinlich gibt es sowas auch. Nur in so, aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist so Kleinstädten. Rashford. Eher weniger, jetzt glaube ich. Die Flanke. Und die Chance ist vorbei. Er wirft. Oh. Er pfeift ihn zurück. Bleib aus dem Abseits. Walla, warum? Hier gibt es einen Wechsel beim AS Rom. Walla Galenikus. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. So ein Scheiß. Lauf. Easy den Ball abgenommen. Ja, in der Tat, wirklich. Paul Pogba. Oh! Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist mal wieder vorm
Strafraum. 6 Minuten sind noch zu gehen. Komplett versagt. Da wäre Platz für den Konter. Perotti. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Nee. Tja, Ball wieder weg. Da müssen Sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. So. Danny Williams. Pogba. Super Aktion, der Ball kommt an. Nee, mach. Und nun ein Schuss. Der oh. Und der Land ins Feld zurück. Oh. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Jetzt. Na. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Und auch Williams. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. So, das war's also in diesem Achtelfinal-Rückspiel. Wir kennen Junge. Wir kennen unseren Viertelfinalisten. Das war aber noch wieder ja nur sagen, echt das aggressiv. Zwei starke Auftritte in Hin- und Rückspiel. Ja, finde ich aber auch, Mann. AS Rom aus dem Wettbewerb geworfen und das ja, genau, wir haben den AS Rom gerade mal eben aus dem Wettbewerb geworfen. Das bedeutet, dass wir mit Danny Williams einen weiteren Schritt aufs Endspiel gemacht haben. Ganz genau. Und da werden wir, denke ich mal, auf, ich werde nicht sagen, aber, ne, Alex Hunter treffen, glaube ich mal, denke ich mal, glaube ich mal. Es sei denn, ich bin als Alex Hunter so unzufrieden in meiner Mannschaft, dass ich echt nochmal wieder zu meinem Heimverein wechsle, ne. Das wäre natürlich, badass, extravagant stand da. Keine Ahnung, vielleicht ist das so, dass wir... Ah, wir sind auf 81 gesprungen und wir haben 3 neue Spielpunkte gekriegt. Das heißt, 1, 2, 3. So, also haben wir nur noch ihn hier. Wähle diese Eigenschaft, um deine Stärke zu erhöhen und verbessere Timing und Präzision bei Kopfbällen. Was haben wir hier? Zum Freischalten Kapitel 3 Aufgabe meistern. Erhöht die Chance von Hackenpässen und schicker Ballannahme. Nicht schlecht. Wir gehen mal weiter. Und dann gucken wir uns mal an, was unsere... Alles klar, Mann? Nicht, habe ich gesagt. Hey. Wichtige Entscheidung. Ich habe mir deine Autozeitung besorgt. Sag mal, wurdest du ausgeraubt? Ja. Ja, so in etwa. Was? Die Gerichtsvollzieher waren da. Ich weiß nicht, was übler ist. Dass du all mein Geld verzockt hast. Oder wie ich es erfahren habe. Was? Sag was, Mann! Ich wollte es dir schon vor Ewigkeiten sagen. Broker meinte, das ist eine sichere Sache. Doppelte Kohle. Wenn der Markt brummt, sogar das Dreifache. Das ist krass. Ich muss zeigen, dass ich auch was kann. Aber je mehr Geld ich retten wollte, desto tiefer ging es abwärts. Ich habe sogar mein eigenes Geld reingesteckt. Aber irgendwie... Das ist krass. Was ist mit Michael? Der ahnte was. Was sollte ich denn machen? Wer besser, du gehst jetzt. Gehen? Holy shit. Wohin denn? Ich hab nicht mal Geld für ein Bahnticket nach Hause. Komm schon. Danny, wir packen das. Denk an die Zeiten, als du bei mir übernachten durftest, als dein Dad dich rausgeschmissen hat. Wir sind Kumpels, Mann. Das kannst du doch nicht wegwerfen. Du wohl schon. Hm. Nimm es. Das ist krass.
Puh, crazy, sorry. Jetzt haben wir gar nichts mehr am Start hier. Krass, voll die Bruchbude, Junge. Und erstmal ein kleines Training. Neuling und Experte sehen uns gleich. Moment mal gerade. Hier sehe ich gerade dieses Symbol. Tore. Schon geil. Vorlagen eher weniger. Also muss ich mehr Vorlagen geben, oder was? Vertrag. Ja. Toll, hier kann ich nichts wirklich Wichtiges einsehen. Naja, was soll's, egal. Wir machen dann erstmal das kleine Training. Ich überspringe das Ganze und dann sehen wir uns gleich. Das war mal irgendwie eine crazy Aktion. Der direkte Freistoß Experte war übel. Deswegen habe ich da nur ein B reingeslappt, wie man so schön sagt. Komisch. Und jetzt sehen wir hier, was passiert in dieser abgehalfterten Bude hier, wo nichts mehr drin steht. Nichts. Wir spielen gegen den Bayern und zwar am nächsten Spieltag, im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann. Tschüssikowski.